In Brüssel begrüße ich Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament und Mitglied im Umweltausschuss. In Deutschland wären zusätzlich 1 Milliarde Euro im Agrarbudget für die sogenannten Eco-Regelungen vorgesehen, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner. Warum glauben Sie, dass das nicht reicht? Ja, weil die Ansage von Frau Klöckner, dass es sich jetzt um eine neue Agrarpolitik handelt und jetzt alles ein Systemwechsel stattfindet, schlichtweg nicht stimmt. Also wir sehen ja, dass weiterhin 2/3 der Agrarzahlungen an die Fläche gehen. Auch da das Problem, dass wer viel Fläche hat, kriegt viel Geld. Und die Anforderungen an diese Zahlung sind wirklich minimal. Und jetzt sagt man, 20% können die Bauern an freiwilligen Maßnahmen zusätzlich machen. Wir haben jetzt schon das Greening, das ist verbindlich. Insofern finde ich, das ist sogar eine Abschwächung gegenüber der jetzigen Agrarpolitik und kein Fortschritt. Also da wird jetzt was verkauft, eine Umdeklarierung sozusagen. Es werden ein neues Wording gemacht, aber im Kern hat sich an dieser Agrarpolitik nichts geändert. Sonst wird ja der Bauernverband jetzt nicht feiern und Umweltverbände so enttäuscht sein. Sie haben sich ja nicht nur, nicht ausschließlich als Politiker mit dem Thema beschäftigt. Was können oder müssen einzelne Landwirte denn jetzt tun, um die Öko-Vorgaben zu erfüllen? Ja, das ist ja noch eine Blackbox. Wir wissen ja gar nicht, was jetzt an Umweltleistungen von den Landwirten erwartet wird. Da wird viel von mehr Technik geredet, also Precision Farming wird jetzt genannt als neue Umweltauflage. Das ist keine Umweltauflage, muss ich ganz klar sagen. Das ist Technik, die jetzt eingesetzt werden soll. Wir bräuchten klare Ziele. Also was mich am meisten ärgert, ist ja, dass in dieser Agrarreform die neuen Maßstäbe der Europäischen Union gar nicht drin sind. Der Green Deal, die Biodiversitätsstrategie oder die Farm-to-Fork-Strategie. Da sind klare Ziele benannt. Und diese Ziele, die müssten dann auch die Bauern umsetzen. Und das fehlt komplett. Das werfe ich Frau Klöckner vor, dass sie diese Ziele, diese neuen Anforderungen gar nicht berücksichtigt, sondern so tut, als wäre das jetzt alles schon vereinbart. Man fällt somit der Kommissionspräsidentin eigentlich in den Rücken mit dem Ansatz des Green Deal. Wenn man nun versucht, Sie zu verstehen, würde ich es so interpretieren, es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Aber Sie sind der Meinung, der Schritt ist zu klein? Das ist kein Schritt in die richtige Richtung. Das ist mehr vom Alten, muss ich sagen. Eine richtige Reform wäre gewesen, wenn man sagen, alle Zahlungen tatsächlich an Umweltauflagen bindet. Wenn man vor allem auch die kleinen Betriebe fördert, das findet jetzt nicht statt. Und wenn man das Ziel auch einhält, was ja die Kommission ausgegeben hat, dass man 25% Ökolandwirtschaft fördern will. Und das kann man mit den vorhandenen Geldern jetzt gar nicht machen. Das wird gar nicht ausreichen. Insofern kommt selbst dieser doch eigentlich im Konsens getragene Ziel der Agrarpolitik, kommt man noch nicht mal nahe. Also ich bleibe dabei, das ist kein Fortschritt. Das ist für die Umwelt ein Weiter-so. Und damit werden wir weder die Klimaziele erreichen, noch die Biodiversitätsziele. Da sind wir nicht allein mit dieser Analyse, sondern sagen auch Agrarwissenschaftler, die deutlich machen, das ist gar keine Reform, das wird uns nur als Reform verkauft. Ich erinnere mich noch an die letzte Reform, da hieß es, das Greening, das wird viel ändern in der gemeinsamen Agrarpolitik. Das ist es auch nicht gewesen. Und jetzt wird uns Eco-Schemes verkauft als das Neue, den tollen Ansatz. Und das wird es wieder nicht sein. Im Wesentlichen geht es weiter mit den Flächenzahlungen. Und das ist kein neuer Ansatz. Der WWF sieht das ja durchaus ähnlich und spricht davon, dass die zerstörerische Subventionspolitik der EU fortgesetzt werde. Wie müsste sich diese Subventionspolitik Ihrer Meinung nach denn ändern? Ja, erstmal müssten wir grundsätzlich mal unsere Politikausrichtung überprüfen. Wir sind ja jetzt die Bauern sind ja aufgefordert worden, sozusagen am Global Game mitzuspielen, also sich auf den Weltmarkt auszurichten. Das ist für viele kleine Betriebe, für nachhaltig wirtschaftende Betriebe eigentlich gar nicht möglich. Sondern wir müssen wieder zurückkommen zu den Strukturen, die uns ja jetzt auch durch die Corona-Krise tatsächlich geholfen haben. Regionale Agrarstrukturen und ökologische Landwirtschaft. Das waren ja diejenigen, die uns in der Krise auch geholfen haben. Und wer ist jetzt in der Krise? Die global ausgerichtete Exportwirtschaft, wie jetzt im Schweinemarkt oder beim Milchmarkt. Und das müssen wir erstmal grundsätzlich die Zielausrichtung der europäischen Agrarpolitik hinterfragen. Weg von der Liberalisierung hin wieder
zu einem System, was sozusagen die regionale Landwirtschaft in den Vordergrund stellt. Und diesen Systemwechsel will man auch nicht, sondern Landwirtschaft soll im globalen Kontext mitspielen. Das wird vielen europäischen Bauern noch die Existenz kosten. Zum Schluss noch eine Frage nach der Praxis. Wo in Europa oder in Deutschland funktioniert es denn Ihrer Meinung nach? Wo gibt es denn Betriebe, die das berücksichtigen, was Sie sich wünschen? Ja, schauen Sie mal, wir haben einen in Europa ständig wachsenden Markt für ökologische Nahrungsmittel. Wir haben immer mehr Betriebe, die umstellen auf ökologische Landwirtschaft. Da nenne ich jetzt mal Österreich, da ist schon 25% der Landwirtschaft ökologisch. Oder in meinem Bundesland Hessen 15% oder sogar jetzt 17% der Betriebe wirtschaften ökologisch. Und das sind nachhaltige Konzepte. Also die moderne Landwirtschaft ist nicht die mit mehr Technik oder am Ende noch mit neuer Gentechnik, sondern die moderne Landwirtschaft sind diese nachhaltigen Systeme, wie es ökologische Landwirtschaft macht. Und die wachsen ja auch. Und dann muss man den Bauern auch sagen, wenn ich mir anschaue, dass die Einkommen der Ökolandwirte in den letzten Jahren ja über denen von konventionellen Betrieben liegen. Auch das ist ja ein Argument, dass wir den Ökolandbau weiter fördern und nicht Systeme, die sozusagen am Tropf der Subventionen hängen, wie viele Betriebe, die jetzt exportorientiert sind, wie die Schweinebranche und jetzt wieder nach staatlichen Hilfen fordern, staatliche Hilfen einfordern. Sagt Martin Häusling, agrarpolitischer Sprecher der Grünen im Europäischen Parlament. Vielen Dank für das Gespräch. Bedanke mich auch.